Shopping in Paris, davon träumt jede Frau. Shopping in Paris für Männer? Ja, das geht auch. Seit vielen Jahren bietet die Retromobil, einer der ältesten Oldtimer-Messen Europas, für den Oldtimer-Liebhaber alle Möglichkeiten zum Bummeln, Begutachten, Träumen und wenn das nötige Kleingeld stimmt, zum Shoppen. Rund 120.000 Besucher strömten in 5 Tagen auf die Retromobil. In 2 großen Hallen präsentierten Händler, Clubs und Hersteller ihre Ausstellungen. Darunter wahre Raritäten von Ferrari, Porsche oder Bugatti. Die Retromobil steht aber auch vor allem für ihre zahlreichen Sonderschauen. Von der Dampfmaschine über die Urahne der Automobilgeschichte bis hin zu seltenen Prototypen ist ein unterhaltsames Programm geboten. Bereits am Anfang der großen Fahrzeughalle präsentierte das Beaulieu-Museum Unikate aus der Zeit, als Rekordversuche an der automobilen Tagesordnung standen. Darunter ein leistungsstarker Darracq mit V8-Motor aus dem Jahr 1905, ein Napier von 1903 und gleich daneben der Fiat S76 Baujahr 1911, der auch als Monster von Turin bekannt ist. Mit nur 4 Zylindern weist er einen Hubraum von 30 Litern auf und erreicht eine Gesamtleistung von 300 PS. Auf mehreren Demonstrationsfahrten machte der Bolide seinen Namen Ehre, auch wenn er nicht seine erreichbaren 200 Kilometer pro Stunde fahren konnte. Schön für die Besucher, eine Testfahrt auf dem über 100 Jahre alten Fahrzeugen. Sicherlich ein Erlebnis der besonderen Art, denn die französischen genannten Töff-Töffs sind sehr ursprünglich in ihrer Funktionsweise. Seit 2012 engagiert sich Julia de Baldanza im Oldtimer-Rennsport. Ihre Erfolge sind beachtlich und bei Rennen in Goodwood, Le Mans Historic, Monaco Historic Grand Prix oder der Shell Ferrari Historic Challenge findet man ihren Namen meist unter den ersten 3 Klassensiegern. In einer Sondershow namens Une Femme, Une Collection, eine Frau, eine Sammlung, wurden einige ihrer Fahrzeuge gezeigt. Darunter das Fraser Nash Le Mans Coupé, einst im Besitz von Kitty Maurice, ein McLaren M3A und ein Maserati A6 GCM. Aber auch Sammlerfahrzeuge wie ein früher von Elisabeth Junik gefahrener Bugatti 35B und der Vincent C14 Chartres gehören mit zur Kollektion. Erst kürzlich erwarb Baldanza einen der wenigen Volkswagen XL1. Im Vorkriegsbereich fiel uns ein seltener Ballot 2 LS Baujahr 1921 auf. Eine Sonderschau zum Schmunzeln waren die teilweise über 50 Jahre alten Modellstudien des Zukunftsfahrzeugs aus den 1960er Jahren. An ein real gewordenes Mobil aus der Zeichentrickserie The Jetsons erinnert die rhomboide Kugel mit trapezförmig angeordneten Rädern von Jean-Pierre Ponthieu, entworfen 1968. 2 der Fahrzeuge entstammen der Feder von Philippe Charbonneau, einem französischen Designer, der unter anderem einige Delahayes, den Renault R8, die Dauphine und den Renault 16 entworfen hatte. Zahlreiche seiner Studien war dieses Jahr auf der Retromobil zu sehen, so der Delahaye 235, eine Charbonneau Promotion Ente, aufgebaut auf einem Citroën 2CV, eine Renault R16 Variante mit Stufenheck oder auch der Veranstaltungsbus Pathé Marconi.
70 Jahre alt ist mittlerweile der Vimil, den Charbonneau für einen befreundeten Rennfahrer baute. Er sollte optimale Aerodynamik entwickeln. Fast schon an einen Pegaso erinnert die Front von diesem entworfenen Salmson. Ein sehr gelungenes Konzeptfahrzeug war in dieser Gesamtausstellung über Zukunftsvisionen der von Pininfarina entworfene PFX von 1960 mit dem Stromlinienkorpus und zwei weit hochgezogenen Heckflossen. Ein kurzer Blick zurück auf die Retromobil 2015. Damals versteigerte Art Royal die Sammlung von Ballion. Eines der Fahrzeuge, ein Talbot Lago T26 Record Coupé, war in diesem Jahr im Restaurationszustand auf der Messe zu bestaunen. Gleich daneben ein Zeuge französischer Karosseriekunst, das Blechkleid eines eleganten Bugatti im Rohzustand. Zu Frankreich und Rennsport gehört Le Mans. Rennsportfahrzeuge waren auf der Retromobil an fast jeder Ecke zu sehen. Ganz besondere Exemplare der Le Mans-Historie stellte der Automobilclub L'Ouest aus. Beginnend mit einem früheren Genard und Walker Rennwagen von 1925. Dahinter ein Ferrari. Sehr dynamisch wirkte der offene Deutsch Bonnet. Die meiste Aufmerksamkeit allerdings erhielt der Prototyp des Ferrari Dino. Da ging der dahinter stehende Porsche 907 Carrera fast unter. Und nochmals Rennfahrzeuge. Denn auch Renault präsentierte einige Exemplare aus der französischen Renngeschichte. Angefangen bei dem monströsen Renault 40 CV oder dem frühen Rallye Monte Carlo Fahrzeug. Publikumsmagnet waren natürlich die Rekordwagen und die zahlreichen Alpine-Versionen. Angefangen bei dem Renault 4 CV R1063. Bei der Markenpräsentation nahmen die französischen Marken den großen Teil ein. Bei Peugeot feiert man den 50. Geburtstag des 204. Citroën zeigte einen Citroën Traction Avant 11B und die Evolution des Mehari bis zum aktuellen Prototypen. Auch die internationalen Hersteller zeigten Flagge. Zum 50. Geburtstag des S800 stellte Honda eines der bei uns sehr seltenen Fahrzeuge aus. Und Porsche zeigte eine große Palette aus ihrer Geschichte. Wer keinen Oldtimer gekauft hatte und dennoch ein kleines Andenken oder ein Ersatzteil mitnehmen wollte, war in der Halle für Ersatzteile, Bücher oder Modellfahrzeuge gut aufgehoben. Zahlreiche Händler hatten, was das Herz begehrt. Von der Fachliteratur über Kühlerfiguren bis hin zu fein gearbeiteten Dioramen.